Wie wir hörten, eignen sich die glatten Außenflächen bestens für Werbezwecke. Momentan sind von den 145 Alloks rund 20 mit einer Voll- oder Teilwerbung versehen. Ein wenig Abwechslung im roten Einheitsbrei. Ein wichtiger Fortschritt im Betrieb heute sind die Steuerwagen. Ohne Umsetzen in den Endbahnhöfen bleibt der Zug als Einheit zusammen. Der Führerstand entspricht der heutigen Einheitsbauart. Zu den schönsten Strecken im Netz der DB gehört das Mittelrheintal mit seinen verträumten Weinorten. Nicht ganz so schnell rollen hier die Euro- und Intercity-Züge. Durchfahrt in Bacharach. Zu den großen Intercity- und ICE-Knoten gehört Köln. Neben dem ICE ist die 101 der Kilometerfresser schlechthin. Teilweise werden Umläufe mit über 2000 Kilometern am Tag gefahren. Im aktuellen Fahrplan 2011-2012 gibt es 20 Intercity- und Eurocity-Linien. Im Takt rollen sie durch die Republik und ins benachbarte Ausland. Gehalten wird nur in größeren Orten, wie hier in Köln. Durchschnittlich kommt jede 101 auf etwa 380.000 Kilometer im Jahr. Alle Loks zusammen bringen es jährlich auf rund 55 Millionen Kilometer. Sie ist neben dem Dom das Wahrzeichen Kölns schlechthin, die Hohenzollernbrücke über den Rhein. Auch bei DB Regio macht sich die 101 nützlich. Der München-Nürnberg-Express ist seit dem Fahrplanwechsel 2006 unterwegs. Mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit ist er der schnellste Regiozug in Deutschland. In Allersberg wird planmäßig gehalten. Zwischen Nürnberg und Ingolstadt nutzen die Züge die neue Schnellfahrstrecke. Im 2-Stunden-Takt sind sie unterwegs.
Die Baureihe 101 hat sich in den Jahren bewährt. Sie ist weit weniger wartungsintensiv als die Baureihe 103. Ihr Äußeres ist nicht der große Wurf, doch die inneren Werte heben die 101 auf Siegertreppchen.